Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of the Fallen. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja ein bisschen hier durch die Festung gearbeitet und sind dann auch erst den Turm nach ganz oben gefahren, um mit Keslo und Antanas zu reden, die uns aber wieder runtergeschickt haben hier ins Planetarium, was wir erst freiräumen sollen von den Roga. Das haben wir auch gemacht. Ja, was heißt, wir sind gemacht, wir sind ja noch nicht ganz fertig. Aber wir haben dabei auf jeden Fall schon mal einen neuen Schild gefunden. Harmonie heißt er. Und haben dabei neue Beinschützer und Armpanzerungen bekommen, die sich Dimensionen nennen. Oh Gott. Nicht so einer schon wieder. Komm schon. Jawohl, der ist. Ach, ich vergesse jedes Mal, dass sie explodieren. Der ist weg, wollte ich gesagt haben. Wie kriegen wir die Truhen auf? Das nervt mich. Wow. Wo kam der denn auf einmal her? Kam die Treppe runter? Die kleine Drecksau. Ah, gebackstabbt. Jawohl. Nur öffnen. Nur öffnen. Aber verschlossen. Gibt's ja wohl gar nicht. Oh, jetzt habe ich erst gedacht, wir hätten einen Gang freigelegt. Schade. Ach, nö. Alter. Das macht er halt alles nur in dem Moment, wo der seine Rüstung abplatzen lässt, ey. Das ist doch eine Drecksau sondergleichen. Ja, tanzen Runde. Ich hoffe, das Feuer hält lange genug, um dich zu killen. So, können wir jetzt bitte mit Antanas reden? Gemacht, Hakim. Antanas ist hier und möchte mit dir sprechen. Na dann mal los, haben wir lange genug für gekämpft. Hakim, Kaslo hat mir von deinen Erfolgen gegen die Roga-Herrscher erzählt. Dies ist eine Leistung, derer meine eigenen Männer nicht fähig waren. Ist auch verdammt nochmal nicht leicht, sie in die Knie zu zwingen. Sag mir, wie es geht. Ich glaube, wir bleiben mal lieber bei dem, was wahr ist, nicht wahr? Leicht waren die wirklich nicht. Habe ich schon mal nicht mitgelogen. Und ja, mag sein, dass er dazu geboren wurde, sie zu bekämpfen, aber man braucht Geduld dafür. Man braucht Geduld, ein gutes Auge. Einen starken Arm. Dieser Krieg dauert schon viel zu lange und sein Preis ist viel zu hoch. Mein Volk leidet und ich kann es nicht verteidigen, solange ich an diesem gottverlassenen Ort festsitze. Das haben viele schon gehabt. Das ist meistens so in Kriegen, dass sie unnötig sind. Nun, jetzt sieht alles viel besser aus. Sag mir zuerst, warum die Roga angreifen. Das möchte ich auch gerne wissen. Warum greifen uns die Roga überhaupt an? Adir plant, mich zu vernichten. Ich stehe für alles, was er fürchtet. Was könnte ein Gott fürchten? Ich reiße die Dämonen aus den Herzen der Menschen, Hakim. Ich mache Adirs Werk ungeschehen, direkt vor seinen Augen. Das hat seinen Zorn erweckt. Und jetzt ist er zurückgekehrt. Antanas hat gelernt, Menschen von bösen Geistern zu trennen. Er kann sie von ihrer dunklen Seite befreien. Das erregt Adirs Zorn. Da siehst du seine ganze Grausamkeit. Sollte Adir siegreich sein, werden wir alle unter seiner Regentschaft leben. Ich bin der Wächter des Volkes. Ich bin das Einzige, was zwischen ihm und Adir steht. Und ich werde diesen Kampf führen bis zu meinem letzten Atemzug. Nun, jetzt sieht alles viel besser aus. Nach dem Gespräch gerade eher weniger. Aber jetzt sieht es schon besser für uns aus. Schlachten wurden gewonnen, doch der Krieg geht weiter, Hakim. Wir haben uns durch die Roga durchgeschlagen, um euch endlich hier rauszuholen. Nein, Hakim. Antanas ist derjenige, den die Roga suchen. Sie werden ihn jagen, wo immer er auch hingeht. Aber jetzt haben wir einen Plan, der die Schlacht direkt vor die Pforten unseres wahren Feindes trägt. Ihr meint die Roga? Nein, Hakim. Ich meine den Gott selbst.
ist dieser Gott denn ein sogenannter Gott? Weil ich meine, die haben Antanas doch auch in irgendeinem der Dinge als Gott bezeichnet, oder nicht? In einer der Schriftrollen? Wenn nicht, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ich meine, das habe ich so verstanden. Einen Gott töten? Genug geredet, ich werde es tun. Sei nicht so überheblich, Harkin. Für euch arbeiten? Ihr habt mich ins Gefängnis geworfen. Bringen wir euch zuerst hier weg. Jetzt wollt ihr mich für eure Zwecke einspannen. Aber als ihr mich in den Kerker habt werfen lassen, da habt ihr wenig Gnade gezeigt. Das war vor langer Zeit, Harkin. Die Verbrechen waren die deinen, Harkin. Ebenso wie die Strafe, die du dafür bekamst. Und jetzt braucht ihr meine Hilfe. Warum sollte mich das kümmern? Warum die Mühe? Sollte Adir siegreich sein, wird er diese Welt neu formen. Darüber sehe ich nicht hinweg. Dein Wesen der Gewalt ist es, das die Flammen des Krieges weiter befeuert. Doch in einer Welt, die von Wahnsinn und Verzweiflung bestimmt ist, muss ich Feuer mit Feuer bekämpfen. Das hört sich irgendwie nicht so schlau an. Aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig, wie zu sagen, dass wir jetzt einen Gott töten wollen. Einen Gott kriegt man nicht alle Tage zu töten. So ist es. Und wie soll ich das anstellen? Du musst in das Reich der Roga zurückkehren und dort die verbleibenden Herrscher töten. Sobald sie fort sind, hat Adir keine andere Wahl, als sich selbst dem Kampf zu stellen. Wenn das geschieht, kannst du ihn vernichten. Ja, das würde ich jetzt auch gerne verstehen, weil da steht ja, warum hält sich Adir zurück? Das möchte ich auch gerne wissen. Warum hält sich Adir zurück? Er ist ein Gott. Seine Herrscher haben ihn in diesem Krieg vertreten. Sobald du sie vernichtet hast, hat Adir keine andere Wahl, als selbst das Schlachtfeld zu betreten. In diesem Moment stößt du deine Klinge in sein verdorbenes Herz und beendest seine Existenz. Okay. Aber wie wollen wir das so einfach machen? Weil einfach eine Klinge nehmen und sie ihm ins Herz stechen, das hört sich mir ein bisschen zu leicht an. Ich verstehe. Nicht alle Herrscher befinden sich im Tempel, Harkin. Einige könnten näher am Ort des Ursprungs zu finden sein. Du wirst dies hier brauchen, um ins Herz des Roga-Reiches zu gelangen. In die Kammer der Täuschung. Jetzt sollte es dir möglich sein, mit deinem Handschuh den Weg in die Hand Gottes zu öffnen. Viel Glück im Kampf, Harkin. Sollten wir uns wiedersehen, wird es zur Feier deines Sieges sein. Harkin, bevor du gehst... Ja? Hier geht etwas Seltsames vor sich. Ich weiß nicht genau was, aber ich werde es noch herausfinden. Das fällt dir jetzt auf, nachdem wir Antanas gefunden haben, dass hier was Seltsames vorgeht. Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Warum kann ich die Truhen nicht öffnen? Ist doch dreckig hier, ey. Achso, das war die von der anderen Seite verschlossen war. Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Von ihm? Ich sehe nix. Scheint nicht so. Ja, dann werden wir jetzt wohl oder übel wieder zurück müssen. Wer bist du? Danke nochmal, dass du mich aus dieser Zelle... Ach so. Und nicht diesen Lügner. Danke nochmal, dass du mich aus dieser Zelle geholt hast. Und nicht diesen Lügner. Mein Bruder Simon wird vermisst. Ihr seid Harkin, nicht wahr? Man sagt, ihr fürchtet keinen Menschen. Ich freue mich, euch zu treffen. Ich heiße Matthäus. Mein Bruder Simon wird vermisst. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Er ist ein Mönch wie ich. Er ist möglicherweise im Weinkeller. Dort geht er recht oft mit diesen anderen Aufrührern hin. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Okay. Ich halte die Augen offen. Ich danke euch. Wir versuchen mal
ihn irgendwie zu finden. Ich weiß nicht, wo der Weinkeller ist, um ehrlich zu sein. Haben wir so viele Sachen hier schon übersehen? Weil wir haben wieder den Turm. Ja, obwohl, den Turm könnten wir vielleicht freikriegen, wenn wir jetzt dahin zurückgehen. Ich meine den Turm für die drei Soldaten, die wir noch nicht... Also stimmt es. Antanas schickt dich zurück zu den Dämonen. Was interessiert es dich? Es ist so. Ich habe ein paar Männer entwischen lassen. Treulose Verräter der Wache. Wie Ratten sind sie geflohen, rein in die Wegpforte. Wenn du sie auf der anderen Seite findest, solltest du sie im Namen unserer Sache niederstrecken. Ihr Trupp hat eine besondere Tätowierung auf dem Arm. Das wäre mir ein Beweis, dass diese Bastarde in der Hölle schmoren. Okay, die haben wir bereits getroffen. Ich mag Verräter nicht. Aber sie sind geflohen aus Angst. Ach, ich mag solche Entscheidungen manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob ich auch fliehen würde, wenn ich vor solcher Macht stehen würde, oder ob ich dann einfach sterben würde. Ich meine, wann würde man schon mal vor jemandem stehen, wo man sicher weiß, dass man wahrscheinlich stirbt? Und wer wäre schon so verrückt und würde dann sagen, ja, kein Problem, ich opfere mich. Für Leute, die ich nicht kenne. Leider bin ich immer der, der sowas auf den Tod nicht abkann, wenn man andere Leute im Stich lässt. Weil man darf ja auch nicht vergessen, wenn man in so einer Truppe ist, hat man dabei ja vielleicht dann auch ein paar Freunde und vielleicht sogar einen Bruder, der dann auch mitkämpft und der dann vielleicht irgendwann deine Hilfe gebrauchen könnte und du läufst einfach weg. Wir verraten sie. Ich habe sie bereits getroffen. Also sind sie tot, nehme ich an. Nein, sie leben noch. Dann geh wieder zurück und erledige deine Aufgabe. Der kommandiert mich hier rum, als wäre ich einer seiner komischen Soldaten-Heinis, ey. Der regt mich langsam echt auf. So, da haben wir jetzt nichts übersehen drinne. Habt ihr es geschafft? Sicherer als jetzt wird es nicht werden. Danke. Wir treffen uns dort. Wo denn? Ich weiß nicht mal, wohin wir müssen. Er ist ja clever. Sind die Soldaten? Ich wollte gerade schon sagen. Aber die stehen immer noch da. Sollen die sich mal unterhalten? Ich verfluche den Moment, wo wir das Signalfeuer entdeckt haben. Ach, ich war das? Oh, hoppala. Das heißt, sie wären eigentlich gar nicht hier. Ich verfluche den Moment, wo wir das Signalfeuer entdeckt haben. Upsi, ups. Verfluche den Moment, wo ja. Wir das Signalfeuer entdeckt haben. Wir haben Luda, was hat dein Verbrecher hier zu suchen? Was läufst du hier frei rum? Ihr seid wohl neu hier. Wir sind gerade angekommen. Wir haben das Signalfeuer gesehen und wollten helfen. Alle beide? Verdammtes Signalfeuer! Hätten wir es nicht beachtet, wären unsere Männer noch am Leben. Dann wärt ihr aber auch nicht hier. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Ich will wissen, ob das eine Tor jetzt offen ist. Ne, ist immer noch verschlossen. Wie kommen wir da raus? Hier gibt es so viele Sachen und ich weiß nicht, wie wir da drankommen. Das ärgert mich jetzt voll. Da ist doch irgendwo ein Portal. Ich habe doch ein Portal gerade gehört, was sich geöffnet hat. Wo ist das? Da oben? Bin ich da dran vorbeigelaufen? Ne. Scheint unter uns zu sein. Da sind wir aber, kommen wir auch irgendwie wieder nicht ran. Verschlossen. Wo sollen wir denn ja jetzt wieder hin? Weil ich sehe hier keine Hebel, um die Türen zu öffnen. Wir müssen doch jetzt nicht wieder komplett wie zurück bis zur Wegpforte, oder? Können wir hier jetzt raus? Ist das Ding jetzt offen?
Barrieren. Die magischen Handschuhe enthaltene magische Energie ermöglicht es dir, Barrieren aus ähnlicher Energie niederzureißen. Wow. Hoffentlich hätten wir das jetzt nicht bei den Truhen machen müssen. Das wäre mega scheiße gewesen. Weil dann haben wir jetzt einiges an Truhen nicht mitgenommen. Aber ich habe den Hinweis vorher auch noch nicht bekommen. Wo sind wir denn jetzt? Ach klar, jetzt sind wir hier vorne. Was sollen wir hier jetzt, ihr Flitzpiepen? Oh Gott, was kommt jetzt? Ach du Scheiße. Oh, bitte nicht, ey. Bestie. Oh. Alter. Ansonsten geht's doch ganz sauber, oder was? Den machen wir kaum Damage. Loi. Aber er macht uns Schaden ohne Ende. Boah, ich weiß nicht, was wir gegen den machen sollen. Ich will gerade Obdach haben, aber... Obdach, schnell. Panzerung. Alter Vater, ey. Ey, bist du fertig jetzt? Uns 100 pro kaputt, ey. Hey. Ja, sag ich doch. Alter. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Doch nicht. Ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen. Weil da so schnell mache ich den 100 Pro nicht kaputt. Und jetzt nochmal einen Versuch starten, finde ich ein bisschen blöd. Ich habe echt das Gefühl, da an dem kommen wir nicht vorbei gerade. Oder ich muss mir was einfallen lassen. Wir schauen uns nochmal hier eben um. Ich versuche nochmal eben, wir gehen nochmal kurz ein Stück zurück. Ich versuche nochmal eben die Truhen zu knacken. Indem ich da gleich mit dem Handschuh drauf schieße. Weil ich will nicht, dass ich jetzt die Truhen da übersehe, nur weil ich da mit dem Handschuh nicht drauf geschossen habe. Wie komme ich hier durch das Tor? Öffnet sich das automatisch irgendwann? Ja, wo ist das Portal denn? Ich höre doch eins, aber ich komme nicht ran. Ich hasse es, wenn ich sowas nicht finde. Da kommt er. Wer sagt denn jetzt, psch, da kommt er? Hier steht doch keiner. Spielfehler. So, ach, die Truhen war ja noch ein Stück weiter oben. Boah, Alter, weh, ich muss da jetzt echt drauf schießen. Ach, die sind doch da oben. Schon dran vorbeigelaufen. Schlauberger. Ne, die ist zu. Noch weiter oben war nichts mehr, ne? Ach klar, wo kommt das Ding denn auf einmal her? Haben wir da nicht schon abgespeichert gehabt? Warum frage ich dann, wo das herkommt? Okay, egal, vergessen wir das.
Toll. Heißt, wir sind umsonst gelaufen. Ich mag es nicht, Wege umsonst zu gehen. Ist der Weg, den wir jetzt durch das Tor gehen, kürzer als der Weg, den wir gehen würden, wenn wir alles zurücklaufen? Ich glaube ja, ne? Das war die Tür, die wir nicht öffnen konnten. Da ist nichts drin. Ich höre hier ein Portal. Irgendwo hier hinter ist ein Portal. Ich muss da ganz nah dran sein. Ja, ich glaube, da kommen wir nur dran, wenn wir von außen da rangehen, aber weil sonst wüsste ich nicht, wie wir reinkommen. In das Portal. Hier noch irgendwas übersehen vielleicht? Auch nix. Ja, dann bleibt uns nur wieder, uns der Bestie zu stellen. War unten nicht auch noch ein Siegel oder sowas? Kommen wir da überhaupt nochmal rein? Nein, kommen wir nicht. Oh shit. Okay, von mir aus. Natürlich, jetzt ist mir was eingefallen. Wir können das ja mal benutzen. Ja, wie der Kampf aber gegen die Bestie weitergeht, sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich dann von hier. Obwohl, noch nicht. Wie immer, nicht vergessen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und wenn ich was vergessen haben sollte, wo ihr wisst, wo das ist, oder ihr was zu bemängeln habt, gern ab unten in die Kommentare damit. Und dann verabschiede ich mich jetzt aber. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.